Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Book-Post-Unboxing für euch. Das ist bei mir angekommen und wenn du wissen möchtest, was sich da drinnen verbirgt, dann bleib doch dran und viel Spaß beim Video. Ja, ich habe eine Bücherwarnsendung, eine BÜWA erhalten, die ich hier gerade auch in der Hand habe. Und sie kommt von einer Autorin, die ich jetzt schon ein bisschen besser kennenlernen konnte, sowohl auf der LBM als auch im Stream, im Live. Und zwar von der lieben Melanie Amelie. Und ja, ich bin gerade richtig gespannt, was da drin ist. Ich bin nämlich bei ihrem Blogger-Team und freue mich da super doll drüber. Und ja, wir haben so eine Buchbox von ihr gestellt bekommen zu ihrem neuen Roman Mehr, mehr statt Paartherapie. Wirklich ein super schönes Cover. Ich weiß gar nicht, habe ich es hier noch stehen? Ja. Wir hatten nämlich ein Live zusammen. Da hatte ich das auch schon gezeigt. Das ist das neue Buchschätzchen von der lieben Melanie Amelie Opalka. Mehr, mehr statt Paartherapie. Und ja, ich lese euch mal einmal vor, worum es da geht. Und ich fange an. Sommer, Sonne, französische Lebensfreude. So schön hatte Emily sich ihre 6 Monate an der Atlantikküste ausgemalt. Doch ihr Mann Daniel zieht überraschend im letzten Moment nicht mit. So landen sie und ihre beiden kleinen Kinder allein in dem malerischen St. George de Didon. Sorry, ich kann kein Französisch. Einen Ort, der Emily nur aus den Erzählungen ihrer Mutter kennt. Hier heißt es für Emily Courage, denn Alltag ist auch auf Französisch kein Zuckerschlecken. Vor allem nicht alleinerziehend und selbstständig. Als sie am Strand der älteren Marie begegnet, atmet sie endlich mal wieder auf. Bindet Diesen doch was? guten Engel mit ihrer Vergangenheit. Und plötzlich ist auch Daniel wieder da und ihr auf Distanz so nah wie nie. Wird Emily das Geheimnis ihrer Großmutter lüften und ihre Familie wieder vereinen? Wenn überhaupt, gelingt das wohl nur in der Sprache der Liebe. Ja. Darum geht es einmal. St. George de Dion wird's, glaube ich, ausgesprochen. Seid mir da nicht böse. Ich hatte niemals irgendwo Französisch. Deswegen, ja, ihr wisst es vielleicht sogar besser als ich. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Und ja, ich öffne jetzt diese Box. So sieht das Ganze einmal aus. Und als allererstes habe ich hier so eine kleine Flagge von natürlich Frankreich. Finde ich total süß. Eine tolle Idee. Hatte ich auch noch nie in einer Buchbox, muss ich sagen. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Und wow, da ist noch mehr drinne. Okay. Ihr wisst oder viele von euch wissen, ich bin ein Küstenkind, da ich dicht an der Nordsee wohne. Und es gibt so ein paar Dinge, die einfach nicht wegzudenken sind. Und das ist halt auch so maritim, maritime Deko und Anker. Und ich liebe Anker. Und es ist ein Plätzchen aus Stecher in Ankerform mit dabei. Wie süß ist das denn bitte? Da werde ich unbedingt ja die nächsten Kekse mit backen. Das ist ja super süß. Super süß. Freue ich mich richtig drüber. Vielen Dank. Dann ja, sehe ich hier noch mehr. Unter anderem, vielleicht selbst gesammelt oder auch nicht, eine Muschel. Und ja, wenn ich an Meer denke, ob es nun die Nordsee ist oder auch andere Meere, die ich schon sehen durfte in meinem Leben, denke ich auch immer an Muscheln.
Und da muss ich gerade so auch so ein bisschen an was zurückdenken in der Zeit, wo wir in Gioia Sottomarina in Italien waren. Habe ich nämlich auch gerne Strandspaziergänge gemacht. Sowohl als Kind mit meinen Eltern, als auch im jungen Erwachsenenleben oder im Erwachsenenleben. Ja, alleine logischerweise. Und ich hatte mal eine recht ähnliche Muschel. Und diese Muschel habe ich praktisch in der Brandung gefunden, habe mich mega gefreut. Habe die dann so umgedreht und was saß da drinne? Der Bewohner des ja, Muscheldaseins, sag ich mal. Es war eine Krabbe. Ja, ein Einsiedlerkrebs. Ich habe mich so erschrocken, habe es natürlich wieder ins Meer verfrachtet. Da gehört es dann ja auch hin. Und ja, jetzt bin ich gerade echt so ein bisschen sentimental, weil ich jetzt an die Zeit zurückdenke. Und jetzt habe ich meine Muschel, die ich damals nicht bekommen habe. Genau. Ja, bevor ich jetzt hier noch Tränchen vergieße, machen wir mal weiter, weil ich bin eh schon total nah am Wasser gebaut. Ich finde das so lieb, dass es Autoren, Autorinnen gibt, die sowas für die Community, für die Blogger, Bloggerinnen machen. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit und ich freue mich da total drüber. Hier ist, wie gesagt, noch mehr drinne. Eine kleine Schoki mit Danke drauf. Das möchte ich an dich zurückgeben. Ein rotes Herz. Total süß, auch aus Schokolade. Dann habe ich hier noch was drinne. Packaging without plastic. Ach, cool. Das ist so ein kleines Notizbuch, glaube ich. Ich mache das mal auf. Ich mag ja selten so Dinge kaputt machen. Aber da ist nur so eine Banderole drum. Die muss ich ja eh abmachen. Dann machen wir das mal zusammen. Und ja, da ist dann noch so ein Sticker drauf. K3. Was das jetzt zu bedeuten hat, ich weiß es nicht, ob das vielleicht da hergestellt wurde. Und da sind so Post-its drin. Super cool. Da kann man gleich beim Schreiben sich selber größere Notizen machen oder einzelne Seiten anmarkern oder halt in kleinerer Form was aufschreiben. Total schön, freue ich mich auch sehr drüber. Dann ist das immer noch nicht leer. Da ist nämlich noch was drin. 20 Minuten Meeresbrise mit Meermineralien ist hier einmal drin. Meersalz und Badeessenz von Kneipp. Auch richtig schön. Das kenne ich so noch gar nicht. Also klar kenne ich Badesalz und ich kenne auch so Badeessenzen. Alles gut, alles schick. Hab vorher ja auch im Beauty-Content vieles kennengelernt. Aber 2 in 1, das kenne ich noch nicht. Mit pflanzlichen Wirkstoffen ohne Paraffin, Silikon und Mineralöle. Verträglichkeit dermatologisch bestätigt. Wir setzen uns für Tiere ein. Wir leben Nachhaltigkeit. Das ist auch der Werbeslogan von Kneipp, die das hergestellt haben. Pflege und Meeresfeeling. 2 in 1 Badezusatz. 20 Minuten Meeresbrise. Okay. Aha, und das färbt sich auch wohl noch irgendwie ein. Also das Salz natürlich nicht, ne? Das ist Meersalz. Vielleicht auch beduftet. Ich weiß es nicht. Eine Flüssigkeit in Blau. Was dann den Meerestouch, die Farbe praktisch nahe bringt. Ist auch vegan. Ja, cool. So eine süße Box. Und dann ist hier auch noch eingeschlagen in blaues Seidenpapier einmal das Buch. Dann ist diese süße Box auch leer. Und das wollen wir uns jetzt natürlich noch mal genauer angucken. Weil darum geht es ja eigentlich. Ihr Lieben, da ist auch noch was anderes dran. Das muss ich euch jetzt erst mal zeigen.
Ein Lesezeichen. Oha, wie schön. Made with Love steht da drauf. So sieht es noch mal ganz aus. Mir fehlen gerade echt die Worte. Ich bin so berührt, dass ist einfach nicht selbstverständlich. Und hier liegt noch was drin. Einmal eine kleine Karte mit Danke. Dann einmal eine kleine Karte. So sieht's aus. Sei mutig. Sehr, sehr cool. Und von ihren anderen Büchern auch noch Coverkarten, Herz in Acryl und Mutausbruch. Kann ich auch beide Bücher sehr empfehlen. Ja, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Buch. Ich halte es das allererste Mal in den Händen. Mehr, mehr statt Paartherapie von der lieben Melanie Amelie. Ich finde ihren Namen auch so schön. Melanie Amelie Opalka. Finde ich total schön. Nebenbei. Ja, so sieht es einmal von hinten aus. Und dieses Cover, das schreit doch Wohlfühlbuch, oder? So sieht es nochmal von der Seite aus. Nee, so muss ich es euch zeigen. Total schön. Ist übrigens ein Roman. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Und ja, total schön. Hier ist es auch noch signiert und gewidmet. Ich freue mich gerade. Ich finde gerade gar keine Worte mehr. Und bevor ich hier jetzt noch irgendwie daher sabbel, sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde natürlich berichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut doch auch mal in den anderen Videos vorbei. So. Genau. Und dann bis dahin alles, alles Liebe. Bis dann, eure Miri. Tschüss. Ach so, fast vergessen. Schaut unbedingt bei der lieben Melanie Amelie Opalka Autorin vorbei. Lasst ganz viel Liebe da. Ich verlinke sie euch hier auch nochmal. Das ist nochmal ihr Buch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für diese wunderschöne Buchbox, wenn du das jetzt siehst. Und ja, I'm in love. Bis dann. Tschüss.